Heute noch ein kleiner Test von Mobula 7 mit den Original-Akkus und zum Schluss fliege ich noch FPV mit ein Est für 150 mAh Lipo. Mann, oh Mann, der Mobula 7 fliegt ja klasse, draußen auf der Wiese. Es ist schon recht spät, die Sonne geht unter, aber noch genug Licht zum FPV-Fliegen. Flug auf Sicht macht total Spaß. Das Teil macht alles, was man von einem 2S FPV-Racer verlangt. Und das trotz dem Leichtgewicht. Zum Glück ist heute nicht windig. Also der Mobula 7 hat genug Power, Geschwindigkeit und fliegt sich super. Beim FPV-Fliegen bin ich auch sehr zufrieden. Ein klasse, sanftes Flugverhalten. Die einfache CMOS-Kamera liefert ein akzeptables Bild. Auch beim Flug Richtung der Sonne ist die Umgebung nicht zu dunkel. Man erkennt noch alles. Er fliegt total sanft. Eins, was bei mir noch nicht perfekt klappt, sind die Flips. Hier driftet der Mobula am Ende von einem Flip oft zur Seite, wenn ich zu wenig Gas gebe. Es gelingen alle Manöver um die Bäume. Klasse Mini-Whoop, mit dem jeder richtig Spaß haben wird. Eigentlich ein perfekter Einsteiger-Whoop. Mobula 7 ist leicht, er fliegt lange genug und macht alles richtig. Hier noch ein Flug mit dem 1S 450 mAh Lipo von LDARC. Hier dachte ich eigentlich, dass der Mobula da zu schwach ist. Aber bei FPV-Fliegen klappt hier alles weiterhin gut. Man merkt schon, dass der Mobula etwas schwächer ist, aber es reicht vollkommen aus. Er macht alles, was ich will und verliert kaum an Höhe bei einer 360-Grad-Drehung. Die Motoren finde ich super effektiv und stark genug für das Gleichgewicht.